Es ist ziemlich freizügig hier. Hier, da muss ich bestimmt mal ein Schwert reinstecken. Falsch. Weil ich muss da meine Waffe ablegen. So. Ich muss meine Waffe da ablegen. Ist die Dusche? Ach du Schande. Gut, packen wir mal. Du musst leider hier bleiben, okay? Ja, er redet mit seinem Schwert. Wo ist jetzt Nora? Grüße die Bucky, schön, dass du eingeschaltet hast. Wie geht's dir? Wie war dein Tag? Geht, aber duschen kann ich nicht, ne? Du willst zu den Mädels duschen, ne? Bildchen? Ja, 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 du kleiner perverser Drecksack. Umziehen? Der will sich nicht umziehen. Sehr schüchtern? Ich kann helfen! Ich kann helfen! Hab ich ein Schwert? Wie soll ich den jetzt hindern? Jetzt darf ich dann zum Strand. Okay. Mit Rückchen und so weiter. Ich sehe hier leider nur noch Kartenspiele in letzter Zeit. Ja, in letzter Zeit. Bis jetzt, also seit Stream läuft, nicht ein Kartenspiel. Ja, das kannst du nicht bringen. Mädels, ich kann helfen. Ich weiß, wie man Wasserhahn repariert. Mit einer Dusche. Aber mein Tag war gut. Mich da nicht beschweren. Hey, du da! Ich hätte da was viel Besseres für dich als diese olle Bruchbude hier. Hast du gesehen, wie es da drinnen aussieht? Diese Baracke ist doch nicht mal 100 Gil wert, aber der Besitzer hat sich dafür sogar in Schulden gestürzt, dass sich heutzutage immer noch Leute so übers Ohr hauen lassen. Verdächtiger Mann. Mehr Karten als Röcke. Holla die Waldfee. Andersrum wäre es natürlich angenehmer, ne? War mir ja sowas von klar, Martin, was du hier machen willst. Nun, geh weiter, Klötchen. Quetsch dich da durch. Quetsch dich da durch. Wir haben mir meinen Roller geklaut. Aloha. Bist du allein unterwegs, Süßer? Was für eine Verschwendung! Dabei sind Strände doch wie gemacht für Dates. Zum Glück sind wir aber da und können dir weiterhelfen. In Costa del Sol findet nämlich gerade ein super spannendes Kennenlern-Event statt. Romantik, die du niemals vergessen wirst. Finde dein Herzblatt und zwar bei Costa del Amor. Na, klingt das nicht riesig aufregend? Nicht interessiert. Hab was mit dem da zu besprechen. Bis dann. Sag bloß, das ist ein Freund von dir. Dann sag ihm mal, er soll hier verschwinden. Diese Typen in Schwarz sind nämlich voll gruselig. Die vergraulen hier seit kurzem die ganzen Leute am Strand. Und an die Kleiderordnung halten sie sich auch kein Stück. Schick die mal nach Unterjunon oder so. Passen sie besser hin. Ah, wo wir beim Thema sind. In dem Aufzug kommst du auch nicht an den Strand. Sind schließlich in Costa. Da fährst du besser mit etwas Gemütlichkeit. Hab genau das Richtige. Ticket Nummer 7, Freihaus. Hier. Mit diesem Ticket kannst du am Karneval der Karten und der phänomenalen Piratenparty teilnehmen. An den jeweiligen Veranstaltungsorten wartet schon jemand mit derselben Nummer auf dich. Und wenn ihr die Spiele zusammen gewinnt, erhaltet ihr dafür Freundschaftskarten. Und die lassen sich gegen Strandbekleidung tauschen. So kommst du an den Strand und an ein paar unvergessliche Stunden. Nicht? Dann genieß deine Zeit in Costa del Sol. Ich drück dir auch die Daumen für die Herzblattsuche. Hallo. Ja, Schatz, ich kann nicht verstehen, dass die gerade übel geworden ist.
Ich hab so das dumpfe Gefühl, dass es Aerith sein wird, ne? Die Schwarzkoten haben sich am Strand versammelt, doch nur mit angemessener Strandbekleidung ist der Zutritt in den Badeabschnitt gestattet. Nehmt an den zahlreichen Minispielen des Costa del Amor Events teil, um Freundschaftskarten zu erhalten. Toll, Freundschaftskarten. Muss ich jetzt Freundschaftskarten verteilen, damit ich sagen kann, ey, du bist mal Freund oder was? Diese können in den Wechselstuben gegen passende Bekleidung für den Strand eingetauscht werden. Mal, hoffentlich haben wir da auch mal eine große Auswahl. Der Claude ist aber nicht so der Typ, der es mit Gemütlichkeit probiert. Naja, es ist doch bequem, gemütlich. Heißt ja auch Claude und nicht Baloo. Was? Claude ist falsch geschrieben. So. Jetzt erstmal wieder Vollspeed geben, weil wir die Kilometeranzahl erreichen müssen. Ja, natürlich mache ich Beachpartys. Ich will die Mädels im Bikini sehen. Die besten Sachen in ganz Costa findet man in meinem Geschäft. So, warte mal, das erste. Ach, siehst du, das ist schon hier. Wilde Hatz. Die ist schon mal vorbei. Piep, 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 piep. Ja, 4000 muss ich glaube ich erreichen, ne? Kannst du hier leider nicht teilnehmen. Okay, die wollen nicht mit mir spielen. Wird mir angezeigt, mit wem ich spielen darf. Ich muss zuerst die Piratenparty machen. Okay. Soll ich nur anfeuern? Gut, wir machen Piraten. Hui, Achtung, Dante ist unterwegs. Das kann nur in die Hose gehen. Sind ja am Duschen. Barrett habe ich jetzt nicht gesehen. Das muss man ja mit Dingern auch noch quatschen. Ach, guck mal, da ist Barrett. Du hast meinen blauen Roller geklaut. Trefft die Zielscheiben und wer weiß, vielleicht trifft euch ja sogar die große Liebe. Hey, ich habe vorhin ein Ticket für dieses Dingsbums del Amor erhalten. Keine Ahnung, was das ist, aber es soll hier stattfinden. Ist ein stadtweites Event. Dabei soll man wohl neue Freunde finden. Wie es scheint, bist jedoch du mein Partner sein. Und wieso machst ausgerechnet du bei so etwas mit? Ich will unbedingt diese Karten gewinnen. Na, wenn das so ist, mit mir hast du hier schon so gut wie gewonnen. Einen Moment bitte. So wie sie aussehen, sind sie vom Fach, oder nicht? Tut mir wirklich ausgesprochen leid, aber professionelle Schützen dürfen nicht an diesem Spiel teilnehmen. Wieso das denn? Dann schreibt das doch dazu. Könnt doch nicht erst jetzt mit sowas ankommen. Nachträglich die Regeln zu ändern, ist ja wohl das Letzte. Ich mache es. Aber wir, du blamierst uns. Blamier? Darf ich das mit Maus machen und Tastatur? Dann bin ich besser. Ja, Bikini. Die Mädels tauchen 100% in Bikinis auf. Ich will das sehen. Also, Bakim. Ne, also, das ist ein Matrose. So muss ein Matrose aussehen. Brusthaare, um einen Fluss zusammenzubinden. Das ist ein Matrose. Steuerung für Schießen, Ziehen, Umschalten. Mit Zielgeschwindigkeit. Adaptiver Trigger. Okay. Oh, ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Profi 15.000? Mhm. Müssen nur 10.000 hinbekommen, okay. Nur mal schauen. Also gut, dann mal feuerfrei aus allen Rohren. Entschuldigung. Komm schon, Cloud. Ruhig anlegen, genau ziehen, nicht ablenken lassen. Gibt der mir auch so einen harten Widerstand? Okay, das kam falsch. Okay, jetzt weiß ich, wie es einigermaßen funktioniert. Es ist nur für mich ein bisschen blöd, weil es ist nicht meine Spielewelt.
jetzt mit an aus? Ah, jetzt habe ich das nicht mehr mit Widerstand. Ah, das finde ich cool. Das ist natürlich weit auseinander. Helle? Gut, dass das Ding nicht nachgeladen werden muss. Der Guckel ist im Arsch. Ich wollte gerade sagen, habe ich keine Munition mehr? Ich kann gar nicht so schnell nachladen, wie ich pesche. Ich hab das erste erreicht, das reicht vollkommen aus. Einfach reingehalten. Aber knapp geschafft ist auch bestanden. Hervorragend! Nicht nur das Abfeuern, sondern auch das Anfeuern konnte sich sehen lassen. Von allen Herausforderpaaren heute waren sie das Spitzenduo. Hast du gehört? Ein Spitzenduo sind wir. Wenn der das sagt. Himmel, Arsch, jetzt freu dich doch zur Abwechslung einfach mal. Wird dir das nicht selbstlästig, immer und überall den Coolen raushängen zu lassen? Wie auch immer, ich verdrück mich jetzt zum Strand. Zieh dich um und komm danach, ja? Also ich muss sagen, ich in einem Bikini, ja, ich sehe bestimmt sehr heiß aus. Was anderes willst du doch gar nicht, ich kenn dich. So, Karneval der Karten, da muss ich auch hin. Das ist doch deine Attention, Brudi. Kenn dir doch. Ja, ich muss diese Karten zusammenfarmen, damit ich mir dann ein Outfit kaufen kann. So läuft das gerade. Ich muss tatsächlich erstmal diese Minigames hier machen. Damit ich überhaupt dann... Willkommen beim Karneval der Karten. Der doppelten Packung an BDK. Ich habe das Gefühl, dass ich die Karten... wieder Karten spielen muss. Na, so ein Zufall. Bist du etwa auch auf der Suche nach einem Partner? Ja, schon. Dann such nicht weiter. Bei diesem Event gibt es spezielle Teamregeln. Diese sehen vor, dass man zusammen als Paar gewinnen muss. Also kann ich leider nicht alleine teilnehmen. Müßig zu erwähnen, dass ich nicht plane, hier zu verlieren. Aber mit dir als meinem Partner ist der Sieg eine reine Formalität. Bringen wir es schnell hinter uns. Wer möchte noch mitspielen? Wir suchen weiterhin Paare. Beim Karneval der Karten hast du während des Costa del Amor Events die einmalige Gelegenheit, mit der Königin zusammen mit einem anderen Carturero im Team zu spielen. Ach du Scheiße. Hierbei gelten besondere Regeln. Die Benutzung des eigenen Kartendecks ist nicht möglich. Hier werden Karten zugeteilt, mit denen du dein Können unter Beweis stellen sollst. Gewinne 3 Herausforderungen, damit du als Sieger hervorgehst. Na super. Oh, Scheiß. Manuel, schön, dass du eingeschaltet hast. Wie geht's dir? Wie war dein Tag? Ja, wir müssen ja spielen, weil ich ja diese blöde, diese Karte brauche. Gratuliere, das war eine famose Vorstellung. Beehren Sie uns gerne wieder. Oder habe ich jetzt mit dir zusammengespielt? Hat echt Spaß gemacht.
Können wir ja vielleicht noch einmal versuchen. Sollte das gerade ein Angebot sein? Nein. Muss dich aber leider enttäuschen. Mir fehlt hier die Herausforderung. Ich werde mich anderswo nach stärkeren Gegnern umsehen. Es gibt nicht viele Spieler, die meine Erwartungen übertreffen. Aber du hast es geschafft. Vielleicht sieht man sich irgendwo irgendwann ja mal wieder. Bis dann. Hat ihre Partnerin sie etwa versetzt? Das ist schade. Aber zum Glück haben wir auch Partien für Einzelkämpfer für sie im Angebot. Ah, sowas von Manu. Ich kenne mich damit aus. Wieso kann ich das Ding noch nicht machen? Das finde ich gerade so ein bisschen hart. Aber ich hier erstmal hin. Hui. Aus dem Weg! Oh, Entschuldigung. Nochmal für ihre Teilnahme an der Wheelie-Aktion. 4000 muss ich erreichen. Mal sehen. Ihr Kilometerzähler sagt: Ich gratuliere. Damit haben Sie sich Ihre Expertenlizenz verdient. Es gibt wirklich kaum jemanden, der mit Ihnen mithalten kann. Eine Herausforderung bleibt noch. Der Weg zum Gipfel ist lang und beschwerlich. Doch ich bin sicher, Sie können es schaffen. Viel Erfolg! Ja, manche Gipfel müssen erstmal erklommen werden. Ach Gott. Gut, dass ich meine Gedanken nicht aussprechen muss. Es schämt mich, sowas zu denken. Die Wechselstube. Piep, 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 piep. Diesmal habe ich es doch nicht umgefahren. Was ist das denn für ein Ding hier? Schwarze Brett. Moment mal, absteigen. Absteigen! Noch Aufträge da. Echt? Keine? Wow. Oh ja, Fingerfood-Ferie ist wirklich toll. Es geben. Absteigen. Okay, das Ding wird mir wieder geklaut. So, dann suchen wir mal uns Bademode raus. Aloha! Hier können Freundschaftskarten gegen Strandbekleidung eingetauscht werden. Also nehme ich nicht so lange voll. Ich habe keine Auswahl? Kann ich auch nur mit so, dass es komplett ist und das ist wirklich nur unten. Ey, ich habe ja zwei Karten, ne? Also. Benutzt die Umkleidekabine in Costa del Sol, die sich unter anderem am Strand oder in der Nähe von Johnnys Strandhotel befindet, um in deiner Strandbekleidung zu schlüpfen. Okay. Auch kann ich das bei den Mädels bitte auch selbst aussuchen? Ja, Muratanga. Nee, kann ich ihn irgendwie drehen? Nee, ne? Das ist ja blöd. Ich muss sagen, sieht gut aus. Wäre etwas, was ich definitiv anziehen würde. Und Strandjunge einmal bitte. Ja, nun, in der Kabine ist deswegen so viel Platz, damit du Costa del Fick machen kannst. Nippelgate! Nippelgate! Denn das, definitiv das.
Sieht ja irgendwie besser und angenehmer aus. Ja, dass du ihn, weißt du, erst sagen, du hast Probleme mit Salami und jetzt willst du ihn oberkörperfrei sehen, ne? Ja, also Bucky, das ist mir ja ein komischer, aber, ne? Also, sag mal, entscheide dich. Entweder Party mit Würstchen oder ohne. Guck mal, da gibt's auch noch Wechselstube für Freundschaftsgang. Warte mal, ich muss da hin, die was anderes hat. Das wäre ja cool. Kann man nicht einmal in Ruhe Albträume haben? Wer seid ihr? Sie ist nah. Die Verschmelzung der Welten. Die Reunion. Beeil dich, Cloud.